So, jetzt kommt natürlich wieder ein großer Kampf, oder? Oh nö, wir fahren einfach nur hoch. Okay, gut, kann sein, dass auf dem Weg nach oben uns noch irgendetwas erwartet. Oh. Und jetzt? Oh, das alte Siegel ist gebrochen. Ha. Ohne Momento. Da wollen wir aber noch gar nicht. Wir wollen noch ganz nach unten. Oh, jetzt weißt du, welcher Raum das ist. Shit. Kommen wir da nicht mehr hin? So, wo bin ich jetzt? Ich muss da irgendwie noch mal runter. Genau. Heißt, ich gehe in den Hauptraum. Da müsste ja eigentlich hier sein. Da. Genau. Das ist ja hier vor der Statue, dieses große Loch. Genau. Da gehe ich jetzt mal rein. Es war bei dem... Da, wo diese Fackeln wir auf dem Weg angezündet haben. Ungefähr da. Das ist der Raum. Weil ich sehe da diese... Weil das sieht man ja diese lange, große Plattform, die wir rausgefahren haben. Wo ich dann mir die Mühe gemacht habe, so um die Ecke zu zielen und so was alles. Wo man das eigentlich gar nicht braucht. Hier haben wir das hier bekommen und dann hier die Tür freigeschaltet, genau. So, und dann sind wir ja genau hier. So. Wir sind jetzt wo? Genau da. Heißt, wir sind schon auf dem Weg. So. Jetzt müssen wir genau hier nach links rüber. Ah. Wow. So, Glück gehabt, so. So, so. Hier runter. Runter bitte. So, dann hier. Nee, doch, hinter uns. Hinter uns, so. Genau, und hinten im Wärter war hinten dieser Aufzug, genau. Und jetzt fahren wir damit runter, genau. Weiß nicht, damit, so, damit kommen wir so weit. Okay, und mit dem anderen? Ja, kommen wir ein bisschen weiter. Also man könnte jetzt ganz halt machen und sowas. So, genau. Hier links haben wir noch eine Truhe. Hier links haben wir noch eine Truhe. Okay. Da hinten haben wir noch eine Truhe. Okay. Machen wir denn hier noch eine Truhe? Ja, laut Plan ist hier eine Truhe. Ja. Könnt ihr mir sagen, wo hier eine Truhe ist? Bitte. Ich sehe hier nichts. Ah, vielleicht muss ich damit irgendwann mal... bekomme ich etwas, womit ich diesen Blick habe, in diese Schattenwelt gucke. Und da muss ich hier nochmal hin. Oh Mann. Okay, okay. Aber wir haben immerhin schon mal alles, was wir hier haben können. Außer jetzt diese eine Truhe. Genau. So, jetzt müssen wir ganz normal zurück. Und dann nach oben und dann den Endboss besiegen. Da würde ich sagen, sehen wir uns, mache ich jetzt mal einen Cut, weil ich ihr nicht unbedingt den ganzen Weg da sehen müsste. Und dann sehen wir uns vor dem Endboss-Tür wieder. Ciao. So, da sind wir auch schon. Ich glaube, ich habe ungefähr 20 Minuten für den Rückweg gebraucht, weil eine Tür nicht angezeigt wurde, die... Keine Ahnung.
Aus irgendeinem Grund wurde eine Tür nicht angezeigt auf der Karte und ich habe ganz gefragt, wie komme ich denn da hoch? Und dann bin ich einfach mal blöderweise doch hingegangen und habe dann gesehen, oh, ist auch gut, dass da keine Tür angezeigt wurde. So. Gehen wir jetzt mal hier hoch und gucken, ob der Endboss nicht schon auf uns wartet, ob er mit dem Greifen schon fertig gekämpft hat und ihn fertig gegessen hat. Und ob er vielleicht noch Platz hat für uns. Die Reiter zu gewöhnlichen Attentätern degradiert. Oder hat Samael deine Loyalität gekauft? Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Und jetzt eine schöne Forschung, wie auch in Zelda Tiamat. Oh. Ich dachte, da steht dann unten drunter irgendwie die erschreckende Lüfte oder so. Wir sehen auf jeden Fall, wir haben hier schon mal Bomben. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Feuer, Feuer zünden. So, und jetzt können wir sie ein bisschen behaken. Ja. So. Wie man sieht, ist es klassische Prinzip, das was man in der Dungeon bekommt, muss man auch anwenden. Für dich, Alter. So, hopp. Oh. Oi, 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 oi. Nehmen wir am besten mal ein paar mehr. Die geht, die geht, die geht. Hat die irgendwas noch auf sich? Nee, anscheinend nicht. So, Feuer. Gut. Weg. Wow! Was sollte das denn? Wow! 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 Schnell B! Ah ne, nur B klicken. So. Was haben wir? Au! Okay. Wow! Okay, unsere Energie sieht jetzt nicht so gut aus. Müssen wir aufpassen. Ah, verdammt. Macht damit so viel Schaden. B. Damit schlagen wir sie wieder zurück. So. Eieieiei. Also Standardprozedur immer ein bisschen zuschlagen und dann eigentlich weg. Okay. Nein, ich glaube, jetzt stoppt es auch nicht. Geht doch. Muss ja jemand mal sterben hier. So, jetzt kann sie es nicht mehr fliegen. Und... Oh, gross! Reiter! Tu es! Reiß ihr bei lebendigem Leibe das Herz heraus! Ich will sie schreien hören! Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Nein.
Reißen wir ihr das Herz. Kein Wunder, dass Samael dieses Ding haben will. Es strotzt vor Macht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Natürlich haben wir es jetzt nicht kaputt gemacht, zerquetscht. Wir haben es sozusagen ein Herz auserwählen. So. Lebensstein bekommen. Oh, super. Also sozusagen ein Herzcontainer bekommen wir. Schön, schön, schön. Hier! Was ist da? Oh, damit werden wir raus teleportiert. Tragisch. Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Mhm. Sprich Klartext, Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samael wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. So, genau. Schlangenlöcher ist der uralte Netzpfad. Indirekt ist es... Ja, so, wir gehen aber zuerst mit Vulgrim sprechen, denn wir wollen noch was kaufen. Vulgrim hat lässt sich gebrochene Kreuzflingen von Gegner zu Gegner abprallen. Erhöht die Anzahl der möglichen Multikling. Weiß ich nicht, da wir haben noch ein paar Artefakte, die wir verkaufen können. Wow. Vulgrim hat etwas Neues für dich. Schleuder, aufgeladene Angriffe mit der Kreuzklinge entreißen den feinen Zorn der Seele. Ne, da brauchen wir nicht so unbedingt. So, Verbrennung haben wir freigeschaltet, aber ich bin noch nicht so der Freund von. Ich will lieber mein Schwert ausrüsten. Schwerthaken, X halten und dann loslassen. Erhöht die Angriff, dann ist... Erhöht die Reichweite, das X halten und dann loslassen. Dämonenschneider, so den Harpunangriff, erhöht die Trefferfolge dieses Angriffs, erhöht die Reichweite. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Eine ausgezeichnete Wahl. Und dann denke ich mal, warte ich mal noch ein bisschen. So, Schlangenloch, das sieht dann so aus, wir sind hier unten. Wir wollen natürlich zu Samael, deshalb haben wir hier diesen glühenden Galgenturm ja freigeschaltet. Dann gehen wir da auch mal hin. So, wir können natürlich hier überall die eingestützte Treppe und sowas hingehen. Und hier oben haben wir natürlich noch nicht erkundete Gebiete. So, genau. Und jetzt sieht das ganz interessant aus, muss ich sagen. Genau. Weil, oh nein, wie kommen wir da drüber? Es baut sich hier auf und ist alles so fantastisch. So eine Welt der Leere hier. Wunderschön sieht das aus, finde ich. Und sehr interessant, das ist sozusagen... Da man dann keine richtige Ladezeit hat, wird sozusagen die nächste Welt geladen, während man hier entlang geht. Ein sehr interessanter Trick von Spieleentwicklern zum Beispiel, sowas zu machen. Ungefähr so wie bei Scott Pilgrim war es die Datenautobahn oder wie das hieß. So, der grüne Galgenturm, und das kennen wir ja hier ein bisschen. So, jetzt gehen wir zum Samael. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie gelitten hat? Nicht annähernd genug. Wundervoll. Der zweite Wächter, die Quälerin, nutzt die Tunnel unter diesem Ort. Aber zuerst stößt man auf ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Ultar, einer der Alten. Davon hast du vorher nichts gesagt. Änderst du bereits das Abkommen, Samael? Sei still, Abschaum! Ich mach mein Geschäft mit dem Reiter.
Ultarn ist kein Verbündeter des Zerstörers. Aber du wirst die Quälerin nicht finden, ohne dich dem Schwarzen Hammer zu stellen. Und das erfordert Kraft, die du nicht hast. Na, noch nicht. Was zur Hölle glaubst du, was du da machst, Samael? Sag ihm, Beobachter, wie du die wahre Macht des Reiters unterdrückst, um ihn an der Leine des Rates zu halten. Krieg, vernichte diesen Parasiten. Schaut mich nur böse an, dann wird der Rat euch vernichten, euch beide. Ich werde beschützt. Hier jedoch nicht. Du bist Krieg, Reiter des Roten Rosses. Keine Marionette an den Fäden dieser armseligen Kreatur. Krieg, ich werde dich leiden lassen. Konzentriere deinen Zorn. Große Erregung erfasst dich und brennt darauf, auszubrechen. Du musst sie freilassen oder du bleibst eine Marionette. Geboren. Was war das? Der Reiter ist gebrochen, aber es steckt noch viel Macht in ihm. Einen Moment lang sah ich einen, der sich allein gegen die Armee des Zerstörers stellen könnte. So. Jetzt haben wir natürlich irgendetwas. Das ist Link hier. Don't make me angry, haben wir entschieden. Da, Chaosgestalt. Linke Maustaste und R, um die Chaosgestalt zu entfesseln. Ja. Das ist... Das hier, genau. Und damit kann man dann hier so herumschwingen. Und auch uns wieder zurückverwandeln. Aber, wie man sieht, wenn man sich zurückverwandelt, wird trotzdem die komplette Energie weggemacht in der Richtung. Also da hat man keine Chance, irgendwas Besonderes zu machen. So. Als Abschluss, oder... Was ich jetzt als nächstes mache, ist, wir haben ja hier etwas freigeschaltet. Oder was heißt freigeschaltet? Wir haben ja hier etwas. Zack. Und das wollen wir dann auch direkt freischalten. So. Joings. Und was bekommen wir hier? Genau, Teil der Abgrundrüstung. Sammle alle 10 Teile. Wir haben 2 von 10, genau. Bruchstücke des Zorn haben wir, dann haben wir noch so, wir haben noch einen Waffenplatz offen. So, was haben wir denn hier? Chaosgestalt, Block, Gegenangriff, 2 fehlen uns noch, hier sind die Zauber. Hier haben wir die Lebensessenz, die Rage, Kreuzklinge, den Herrenrufer, ja. Schattenflug, Schlangenlöcher, Chaosgestalt, so. Dann haben wir hier noch ein paar von den leeren. Die können wir uns natürlich zulegen und sowas alles. Hier haben wir Artefaktmeister, das war auch schon was wert. So. Hui. Oh, wo sind wir denn jetzt gerade? Ah, wir müssen da links hin. Zack, zack, boing, tot. So. So, das können wir jetzt auch in der Luft machen. Einen schönen Angriff. Können aber auch, also den kommen wir ja auch schon davor. Aber wir können jetzt so die Klinge einfach mal so schön in der Luft hauen. Und dann sozusagen mit unserem Schwert hinterher springen. Zack. Ja, im Vorfeld, diese Rage, die wir haben, die lädt sich indirekt auf, wenn wir angreifen. Also solange wir, je länger wir angreifen, desto mehr Rage bekommen wir. Und dann füllt sich die Klinge mal auf. Und dann können wir sie wieder freilassen. Also sozusagen diese Form, die wir da haben. Ich glaube, die fühlt sich sogar auch mehr auf, wenn wir das schaffen. Das geht ja nicht. Oh, Feuer. So. So. Ich werde jetzt erstmal speichern. Das macht man nämlich hier unter Daten. Spiel speichern. Zack. Joinks. So. Und dann